wenn man dann in sowas rein. Ne? Aber ich sag's, es war wenigstens anfangs Romantik im Spiel. Das kann man ja bei den jungen Leuten heutzutage oftmals überhaupt nicht sagen. Ich finde, die haben keinen Sinn für Romantik. Ah, wie die so in der Öffentlichkeit so schamfrei aneinander am Rand am Backen sind. Und teilweise an ganz private Körperteile. Ich will sowas nicht sehen. Aber ich finde es eben auch so unromantisch. Mein Gott, da haben wir uns doch damals viel mehr Zeit gelassen. Herrgottszeiten. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber wenn man damals so anfing, sich füreinander zu interessieren, dann nannte man das doch auch miteinander gehen. Kennst du auch den Ausdruck? Ja, sagte man doch. Ne? Das Astrid, das geht jetzt mit dem Hans-Jürgen. Und dann war das auch gehen, kilometerweit, durch Wald und Flur, bis man mal vorsichtig aneinander dran packen durfte. Heutzutage ist es ein sofort miteinander liegen. Ich frage mich schon, ob den jungen Leuten fürs Laufen einfach die Kraft fehlt. Wenn ich mir so einen durchschnittlichen Bengel angucke, ne? Wie der so morgens an der Bushaltestelle steht. So sieht's aus, wenn er keine Knöpfe im Ohr hat. Wenn er Knöpfe im Ohr hat, dann zuckt er. Ja, sowas hätte man früher sofort eingeliefert. Aber mein, ja, ist so. Aber mein Enkelsohn sagte, nee, Oma, sagt er, davon verstehst du nichts. Das ist cool. Hab gesagt, jo. Hat auch die erotische Ausstrahlung von Bofrost. Ja, diese ganzen neuen Ausdrücke, die auch benutzen, cool, alles ist cool. Furchtbar, ne? Oder jetzt neulich, da war ich so irritiert, da hatte ich mir ein schickes neues Blüschen gegönnt. Da sagte mein Enkel so, oh, Oma, sagt, da läuft bei dir. Ich sag, was, wo? Ja, man hat sofort Angst, dass einem an der falschen Stelle Körpersäfte verloren. Das hatte der aber gar nicht gemeint. Nee, mich irritiert das. Und dann haben die ja auch bei 30 Grad im Schatten immer so Wollmütze zusammenkommen. Da wird doch aus dir schon mal nicht gescheit. Dann haben die offensichtlich auch nicht die Kraft, sich die Buchse gescheit hochzuziehen. Die haben ihre Buchse also ganz weit unter Mittelscheitel aufgehängt. Ich bin immer in Versuchung, die Post reinzustecken. Damit der Schlitz eine Funktion hat. Und der Rest von der Buchse schlackert kilometerweit über der Erde. Wenn schäbig Wetter ist, dann saugt die Buchse ja jede Pfütze leer. Wenn ich hinter so einem jungen Bengel stehe, dann weiß ich, ist dem jetzt mal hören. Oder ist er durch eine Pfütze gelaufen? Wobei, komm, laufen kann man bei denen ja nicht sagen. Laufen in dem Sinne können sie ja nicht. Die haben ja alle diese archenoah-großen Turnschuhe. Und bücken ist ja nicht cool. Deswegen binden sie die nicht gescheit zu. So, jetzt versuchen Sie mal, solche Schleppkähne von Schuhen anzuheben, ohne dass die richtig verschnürt sind. Das geht nämlich gar nicht. Wenn so ein junger Bengel morgens versucht, den Bus zu kriegen, das sieht ungefähr so aus. Erster Bus weg. Zweiter Bus weg. Beim dritten denkt er, ach komm, für heute lohnt sich gar nicht mehr. Weil das so ein junger Bursche natürlich nicht die Kraft hat, lange um seine Herzdame zu werben, das ist mir klar. Wenn der eine junge Frau findet, die sich anpacken lässt, denkt er, komm, ich leg mich mal lieber schnell drauf, wer weiß, ob es das zweite Mal noch reicht. Und dass die jungen Frauen sich sofort dabei lassen, kann ich im Grunde auch verstehen. Da was die jungen Bengels an Hosenstoff zu viel haben. Das haben die jungen Frauen oftmals deutlich zu wenig. Hemden. Die sind ja ihre Jeansbuchsen regelrecht reingespuckt. Und alles, was an Fleisch nicht mit reingepackt hat, wird unverbindlich über den Gürtel gehen.
woher der Ausdruck Gammelfleisch. Dass so die junge Frau natürlich ein verstärktes Interesse daran hat, so schnell wie möglich aus so einer unbequemen Buchse wieder rauszukommen, das kann ich auch verstehen. Aber wenn ich mir dann vorstelle, wie so eine Presswurst sich zu schaffen macht an so einem Bengel mit tiefer gelegter Windelhose, also ich möchte nicht dazwischen stecken. Ne? Ich finde es aber auch strategisch so unpfiffig, dass die sich mit dem schwierigsten Teil der Liebe sofort gegenseitig behelligen. Aber machen wir uns nichts vor, das ganze Körperliche, was da zwischen Männer und Frauen stattzufinden hat, das ist ja ein Spaß, nicht gedacht. Ist ja um eine Erbsünde abzuarbeiten. Doch, ich kann meine körperliche Liebe nun wirklich gut, ich bitte Sie, können Sie sich zum Beispiel noch an Ihren ersten Zungenkuss erinnern? Ja. Willst du noch, was das für ein Schreck war, wie man plötzlich so einen dicken, kalten Lappen hat? Tagelang in Bio oder Schnaps eingebaut. Ich denke noch, Herr Mia, was will der von deinem Mandeln? Aber mein Aktienklang. Es blieb einem doch auch nichts anderes übrig. Weil wenn man an dem Punkt miteinander war, dann war ganz klar, jetzt war man im Grunde so gut wie verlobt. So, wenn der erste Schleimhautkontakt stattgefunden hat, dann kam man aus der Geschichte nicht mehr raus. Weil bei uns im Sauerland, da gilt immer noch die uralte Devise, berührt, geführt. Hast du dran gepackt, musst du nehmen.